Hallo, liebe Häsinnen, liebe Katzen. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen unseren nächsten Speaker, den Ralf, einer unserer Gastgeber aus der Binary Kitchen. Ralf ist Elektrotechniker, programmiert seit den 80er Jahren. 81. Alles, also 81, seit es den CCC gibt, glaube ich. Alles, was ihm in die Hände fällt. Du kennst dich aus mit Software, Hardware und programmierst dein eigenes Energiesystem in Python. Genau. Dein eigenes Energiemanagementsystem in Python. Außerdem findet ihr Ralf im Repair Café. Und du bist seit dem letzten Jahrtausend hattest du schon die Datenschleuder in der Hand und hast in den letzten Jahren aber dann auch fest hierher zum CCC gefunden. Ja. Sehr schön. Genau, es gibt jetzt einen Erfahrungsbericht über Energiewende und Sektorenkopplung. Vielen Dank, viel Spaß. Ja, hallo. Die letzten fast 5 Jahre habe ich mich mit Energietechnik rund ums Haus beschäftigt. Das fing mal sehr klein an und wuchs dann so langsam. Und ich dachte, jetzt ist an der Zeit, mal ein bisschen was von dem Wissen weiterzugeben, weil da einfach eine Menge interessante Dinge aufgetaucht sind. Hier mal so ein kurzer Überblick über die Themen, die in den Jahren so aufgetaucht sind. Und ich denke, da ist für jeden was dabei, was man vielleicht so in dem Zusammenhang noch nicht unbedingt gehört hat. Und das ist jetzt nicht die konkrete Anleitung, wie baut man das nach, was ich gemacht habe, sondern eben wirklich mal so gedacht als Anregung, welche Bereiche habe ich mir da angeschaut, wo gab es mal die ein oder andere Überraschung. Und ich hoffe, da ist einiges Interessantes dabei. Was war das Ziel? Klar, 2018, 2019 die Idee, wir müssen eine PV-Anlage aufs Dach bauen. Haben wir uns eigentlich schon viel zu lang Zeit genommen dafür und das muss jetzt endlich mal passieren. Und nach langer Planung haben wir das dann tatsächlich auch geschafft. Und wie man dann sieht, so über die Jahre kamen dann immer mehr Wünsche dazu, was man alles vielleicht doch noch aufrüsten könnte. Und da leite ich euch jetzt mal durch. Erste Anlage, das war spannend, Datenblätter durchgeguckt. Als Elektroingenieur interessiert man sich ja für Datenblätter, Wirkungsgrade und so weiter. Habe ich dann also geguckt, wie viele Module muss ich in einen String packen, damit der Wechselrichter im richtigen Wirkungsgrad funktioniert und so weiter. Also aufs letzte halbe Prozent versucht, die Anlage so zu dimensionieren, dass das alles hervorragend wird. Habe dann aber relativ bald festgestellt, die Auswahl habe ich ja gar nicht. Ich wollte zwar viel nachher an der Regelung selber machen, aber die PV-Anlage nicht selber aufs Dach schrauben. Also brauchte ich einen Solateur und jeder Solateur hat quasi so sein fixes System, mit dem er sich auskennt. Und entweder man nimmt das oder eben nicht. Das heißt, man kann nur mal rumfragen, gibt es einen Solateur, der eine Anlage hat, mit der ich so halbwegs zufrieden bin. Das war also für mich schon mal so die allererste Erkenntnis. Und auch eine weitere Erkenntnis, die ganzen vielen Datenblätter, die helfen einem nicht so viel weiter. Das Wetter ist nachher in der Varianz viel, viel größer als alles, was ich vorher an Berechnungen anstellen könnte. Also ja, als Techniker interessiert man sich dafür, aber in der Praxis wenig relevant, so tief ins Detail zu gehen. Damals richtig übersichtliche Geschichte. 3 Stings, Ost-, West- und Südseite, alles auf einem Wechselrichter mit 2 MPPTs, völlig simpel. Und damals gab es noch die 70%-Regelung. Das heißt, da ist man hier mit 10 Kilowatt Peak und einem 8 kW-Wechselrichter gut hingekommen, weil man sowieso jetzt gar nicht die 10 kW gleichzeitig runterkriegt und mit Ost-West ist ja so hoch der Peak dann nicht mittags. Jedenfalls keine 10 Kilowatt Peak. Kaum war die Anlage auf dem Dach, kam die Überlegung, wir hatten uns eigentlich erst gegen eine Batterie entschieden, noch zu teuer und alles. Aber eben ein paar Monate später war klar, Batterie wäre doch ganz interessant. Also angefangen, was selber zu bauen. 4
gebrauchte Blagel-Batterien, so aus Notstromanlagen, günstig bei eBay erstanden und dann angefangen, hier mit einem Arduino 48-Volt-System aufzubauen und dann hier mit so einem Modulwechselrichter AE-Conversion 500 Watt dann die Netzeinspeisung für nachts gemacht, dass ich dann eben aus der 48-Volt-Batterie nachts den Grundverbrauch decken konnte. Das war das erste interessante Projekt, eben dann gucken, wie kann man über die serielle Schnittstelle, die RS485 von dem Modulkonverter, dann die Einspeiseleistung begrenzen, weil sonst versucht er ja so viel ins Netz zu schieben, wie irgend geht, will ich ja nicht. Ich will nur so viel aus der Batterie holen, damit ich keinen Netzverbrauch habe. Im Arduino war das ganz nett, dann habe ich hier noch vier Maxwell Netzteile gehabt, um die vier Blei-Batterien einzeln laden zu können, kleines Balancing geschrieben, typisches Bastelprojekt halt, ne? Und das hat relativ schnell funktioniert, war alles super spannend, wie man als Bastler halt an so ein Projekt rangeht. Als das dann alles lief, habe ich mir das dann angeguckt, was ich da für ein Kabelwust habe, und ich hatte dann etwas über eine Kilowattstunde nutzbare Energie. Ich wollte das aber ein bisschen größer haben, und dann habe ich Respekt gekriegt vor der ganzen Geschichte und dachte mir, das Ding soll jetzt 24/7 laufen mit all den Kabeln, selbstgeschriebene Software, keine Temperaturüberwachung, nichts. Okay, das war das Ende von der Batterie. Das habe ich nicht lange betrieben, weil das war mir echt zu viel, um das Jahr ein Jahr aus zu betreiben. Kam die nächste Stufe, Pylontech Batterieblöcke. Das ist eine tolle Sache für Bastler. Habe ich viel Gutes in den Foren gelesen. Das sind so 48 Volt Batterieblöcke, Einschübe für 19 Zoll Rack. Und das Tolle ist halt, jeder Block hat 48 Volt drin und ein eigenes BMS und komplett eigensicher. Damit kannst du nichts falsch machen als Bastler. Das BMS da drin schützt dich vor allem, was du mit Software oder Verkabelung falsch machen könntest. Und damit hat die Bastelei dann richtig Spaß gemacht. Batteriewechselrichter von Victron, sieht man hier vorne im Vordergrund. Das hier ist noch der erste Aufbau, als ich die ganzen Komponenten neu hatte. Erstmal in der Elektronikwerkstatt das Ganze zusammengeschraubt und mal geguckt, wie da die Software denn so funktioniert. Der Victron ist eine relativ feine Geschichte. Die dokumentieren sehr viel, was man da alles machen kann. Die haben ein sehr offenes System. Die Dokumentation ist nicht immer richtig, aber zumindest bemühen sie sich. Und da kann man also als Bastler echt viel machen. Hier unten diese Lüfterumrüstung, das war eine Sache, die hat mich echt schockiert. Die Victron-Geräte sind nicht billig, die sehen auch gut aus, aber der Lüfter, wie der da verbaut war, grauselig. Jede Menge Geräusche gemacht, direkt ans Gehäuse gekoppelt, Metallgehäuse, hübsch resonant, hat also Mordsgeräusche gemacht. Das war dann mein erster Umbau. Da mal die Luftführung zu optimieren und das Brummen dann loszuwerden von dem Lüfter. Eine Sache, die mich lange verfolgt hat. Hier Sicherungsautomat auf der linken Seite verwendet. Tolle Sache, dachte ich, hier ist so eine Automatiksicherung, um die Batterie abzusichern. Das sieht professionell aus, die Dinger kosten echtes Geld. Die Dinger sind scheiß. Die sind an sich bis 60 Volt angegeben. Aber völlig unzuverlässig. Keine Ahnung, bei welchem Strom die wirklich abschalten. Die werden einfach warm im Betrieb und schalten irgendwann ab. Und du hast keine Ahnung, warum. Also irgendwann umgestiegen auf die Standard-Schmelzsicherungen, weil wie oft spielt man an der Verkabelung rum? Das findet eigentlich nicht statt. Das ist wirklich nur eine Worst-Case-Absicherung. Also Sicherungsautomat ist das Geld nicht wert. Ja, später kam die Idee auf, wir haben ein dreiphasiges PV-System, aber nur einphasigen Batteriewechselrichter. Das heißt, Notstrom wird nur auf einer Phase hergestellt, wenn man in den Betrieb geht. Was bedeutet, der dreiphasige PV-Wechselrichter würde nicht funktionieren, wenn ich kein Netz habe.
Also deswegen die Idee zusätzlicher einphasiger PV-Wechselrichter, der dann auf die Notstromphase draufkommt. Das heißt, im Notstrombetrieb könnte ich dann mit dem kleinen Wechselrichter dann auch tatsächlich noch Energie ernten vom Dach, was vorher eben mit der Anlage so nicht funktionierte. Interessanter Nebeneffekt, dadurch hatte ich jetzt zwei weitere MPPTs zur Verfügung und konnte meine Ost- und West-Strings von der PV trennen. Laut Datenblatt, ich liebe Datenblätter. Bitte? Ohne Mikro ganz kurz auf die Gefahr hin. MPPT, Maximum PowerPoint Tracker. Das sind also die Eingänge für die PV-Strings, womit die Leistung vom Dach geerntet wird. Und vorher war also Ost- und Weststring gemeinsam auf einem Eingang vom Wechselrichter. Und das ist dann ein bisschen Fehlanpassung, weil Ost und West wird ja zu unterschiedlichen Zeiten von der Sonne beschienen. Dadurch hat man enorme Temperaturunterschiede zwischen diesen beiden Strings. Das gibt eine Fehlanpassung in der Spannung und damit hat man dann Anpassungsverluste. Laut Datenblatt war das nicht viel. Mit dem zusätzlichen Wechselrichter hatte ich die Möglichkeit, das zu trennen und habe festgestellt, war erheblich. Also was ich da an Erntegewinn gemacht habe, indem ich die Strings wirklich einzeln auf einen MPPT legen konnte, hat ganz viel gebracht, hat mich total überrascht. Das Ding hat sein Geld schon lange eingespielt, einen zusätzlichen Wechselrichter zu kaufen. Dann, neues Thema. Nachdem das ja so Stück für Stück am Wachsen ist, wir hatten damals noch für Brauchwasser einen 200 Liter Pufferspeicher. Und der wurde von der Gastherme betrieben. Und haben wir dann gesagt, wir haben ja einen Großteil des Jahres eine Menge PV-Überschuss, also machen wir damit Warmwasser. Erstes Heizschwert. MyPV AC11 mit 3 Kilowatt regelbar ist eine richtig feine Geschichte. Da kann man wirklich aufs Watt genau einstellen, wie viel Leistung soll in den Wassertank geschoben werden. Das heißt, jeden kleinsten PV-Überschuss, den ich in meinem Regelsystem habe, kann ich wirklich sehr genau in Wärme umwandeln. Und auf die Art und Weise brauche ich dann halt nicht für kleines Geld einspeisen und quasi meinen Strom verschenken, sondern ich kann die Energie schön im Haus halten. Richtig feines Ding, über Ethernet angeschlossen. Der hat ganz viele verschiedene Modi, dieser MyPV. Der ist nicht ganz billig. Aber der hat eben auch wieder ganz viel Konnektivität. Mit dem Ding kannst du alles machen. Den kannst du autonom mit irgendeinem Energy Meter verbinden, ohne sonstige Regelsysteme. Sehr schön gemachtes Gerät. Sein Geld echt wert. Victron Batteriewechselrichter läuft typischerweise mit Venus OS. Habe ich am Anfang auf einem Raspberry Pi betrieben. Da haben die eine kleine Linux-Distribution, die sie so an sich angepasst haben. Und da kann man wirklich sehr schön mitspielen. Und da habe ich dann unter anderem eben die Regelung gemacht für diese 70% Abregelung, die man damals hatte, dass vormittags die Batterie nicht vollgeladen wird, dass wenn mittags dann die volle PV-Leistung kommt, ich eben die 30% in die Batterie schieben kann, dass da noch Kapazität frei ist. Und die Batterie erst nachmittags nach dem Sonnenpeak vollgemacht wird. Und auf die Art und Weise habe ich dann verhindert, dass die PV-Wechselrichter irgendwie abregeln. Und da habe ich dann halt gelernt, wie man hier auf dem Venus OS, typischerweise unter Python, dann sehr gut solche Regelskripte machen kann. Ist eine sehr offene Lösung und da kann man dann hier über Debus dann Werte lesen und schreiben und damit seine Regelung aufbauen. Ein sehr flexibles System, ein Traum für Bastler. Funktioniert hervorragend und das ist, glaube ich, auch das, was bei Victron einfach richtig gut funktioniert. Wenn man ein bisschen basteln kann, ist mit den Systemen eigentlich alles möglich. Da gibt es kaum Grenzen. Hier deute ich es schon mal an, das ist auch ein Problem, was mich immer noch verfolgt. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem ordentlichen EMS, wo ich genügend erweitern kann, aber nicht alles selber machen muss.
gibt es ein bisschen was auf dem Markt, aber so richtig überzeugt hat mich da leider noch nichts. Da muss ich noch was tun, damit das wirklich ja, so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, Prioritäten, ganz klar. Als allererstes geht es immer darum, teuren Netzstrom zu vermeiden. Das ist das allererste, und nachdem wir die Anlage Stück für Stück erweitert haben, geht es dann auch darum, den Gasverbrauch unserer Gastherme zu reduzieren. Wir haben heute immer noch Gasverbrauch, da komme ich nachher nochmal dazu, warum ich das noch immer nicht eliminiert habe. Ja, zwischendrin mal ganz anderes Thema. Mir die Gastherme mal näher angeguckt. Die lief hervorragend, zuverlässig. Und dann guckt man nicht nach so einem Gerät. Man schaut da überhaupt nicht näher rein, was da Sache ist. Also mal mit dem Arduino und drei Temperatursensoren mal ein Temperaturlogging aufgesetzt und dann mal gesehen, was diese Gastherme für ein Chaos macht. An einem normalen Wintertag hat die Gastherme sich so 20 Mal ein- und ausgeschaltet. Die war also immer nur am Hochlaufen und Runterkühlen. Also regelungstechnisch fürchterlich, vom Wirkungsgrad her bestimmt echt mies. Und alleine diese Regelung erstmal so einzustellen, dass die Therme vielleicht dreimal am Tag Leistung macht, weil er läuft, und dann über die Wärmepuffer dann eben entsprechend die Zeiten abwartet. Als Benutzer merkt man davon überhaupt nichts. Ist kein Komfortverlust, aber die Anlage springt halt viel seltener an, läuft immer in einem sauberen Betrieb und nicht dieses an-aus, 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 was für so eine Gastherme einfach nicht gut ist. Das war für mich mal so der erste Hinweis darauf, wie viele Benutzer wissen eigentlich, wie ihre Gastherme läuft, in welchem Modus, wie die eigentlich eingestellt ist. Und die meisten Heizungsbauer stellen da irgendwas ein, was die Bude halt einfach richtig warm macht. Aber auf Effizienz wird da überhaupt nichts eingestellt. Nachdem ich das alles mal eingeregelt habe, weiß ich auch warum. Das braucht eine Menge Zeit. Und diese Zeit will natürlich kein Hausbesitzer bezahlen. Von daher, wenn man sich da ein bisschen im Internet einliest, wie man solche Gastherme einstellt, kann man einfach nur durch Veränderungen von Parametern an der Gastherme selber, ohne zusätzliche Hardware, ohne zusätzliche Software, locker einige 10% an Effizienzgewinn für die Gastherme rausholen, indem man da einfach mal was Ordentliches macht. Und es gibt schöne Anleitungen im Internet, sehr zu empfehlen. Jeder, der noch sowas im Keller hat, sollte sich da mal Gedanken machen. Ja, und eben die zweite Erkenntnis, diese Geräte, die zeigen nicht an, wenn sie ineffizient laufen. Da geht die rote Lampe erst an, wenn wirklich irgendwas richtig daneben läuft. Also da wird man als Benutzer sehr im Dunkeln gelassen mit dem Ganzen. Ja, hier auch der Hinweis, ich gehe davon auch aus, dass das Gleiche auch mit PV-Stromspeichern funktioniert. Wenn man sich mal anguckt, die Oberfläche, die einem für PV-Batterien dargestellt wird. Ich wette, da zeigen die Hersteller auch nicht alles an, was so an Problemchen und schlechtem Wirkungsgrad tatsächlich stattfindet. Da hat man mit Bastellösungen viel mehr Einblick in die Details, was wirklich ist, ob mal irgendwo eine Zelle langsam schlechter wird. Sehe ich also einen großen Vorteil, wenn man da selber mal tiefer reinguckt. Tolles Ding. Als wir das Haus gekauft haben, war im Treppenhaus eine Luft-Luft-Wärmepumpe, so ein Klimasplitgerät, aka Klimaanlage. Und wir dachten, ach, Klimaanlage braucht kein Mensch. 22 bin ich dann auf die Idee gekommen, funktioniert die in die beiden Richtungen? Kann ich damit auch heizen? Kann ich damit quasi Wärmepumpe spielen? Also das Ding mal gestartet, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Und also Lämpchen gehen an, Heizmodus eingestellt, Temperatur eingestellt, eine Minute gewartet, nichts passiert, zwei Minuten gewartet, nichts passiert, ausgeschaltet. Schade, also wahrscheinlich eine Variante ohne
Heizmodus, also kein Wärmepumpenbetrieb. Dann eine Woche später im Internet Manual dazu gefunden, Fehlerbeschreibung, Gerät heizt nicht. Lösung, die ersten 3 Minuten findet kein Heizbetrieb statt, da muss das Ding sich initialisieren. Also 3 Minuten warten und auf einmal fängt das Ding an warm zu blasen. Tolle Sache. Das war also echt die Überraschung. Und dann also jetzt schnell. Was passiert? Das Ding hängt im Treppenhaus, erzeugt warme Luft. Wo geht die warme Luft hin? Wupp. Nach oben. Da brauche ich sie nicht. Also Müllsack und hier so ein großer, fetter Luftschlauch mit ein bisschen Tape dran gemacht und das Ganze unten in den Flur reingelegt. Sieht jetzt nicht hübsch aus, aber macht warm. Ist eine feine Lösung. Das war 2022. Die Lösung ist leicht verändert, immer noch im Betrieb. Funktioniert hervorragend. Und damit hole ich mir dann eben den verbesserten Wirkungsgrad, dass ich nicht heizen muss mit Widerstandsheizung, mit den Heizstäben, sondern kleine Klimaanlage für geschenkt, weil die war im Haus einfach schon drin. Und damit kann man dann eben wirklich in der Übergangszeit wunderbar elektrisch heizen, noch mit PV-Überschuss, ohne irgendwelches Gas zu verbrauchen. Dann, auch vor 2 Jahren, zweite PV, waren noch ein paar Dachflächen frei. Also nochmal 10 Kilowatt Peak draufgepackt, 5 Kilowatt Peak Süden, 5 Kilowatt Peak Nord. Das war noch Corona-Zeit, Lieferprobleme, Anlage war schnell installiert, kein Wechselrichter in Sicht. Also eine ganze Zeit lang die schönen neuen Paneele auf dem Dach gehabt und ja, die machen nichts. Jetzt hatte ich aber ja den einen zusätzlichen einphasigen Wechselrichter im Keller, der Ost und West getrennt hat. Das Ganze mal ein bisschen umverkabelt und dann Probebetrieb gemacht von der neuen Anlage. Und also gesehen, die neuen Module funktionieren auch alle, liefern schön Leistung. 8 Monate nach Installation der Module gab es dann auch tatsächlich den offiziellen Wechselrichter. Und dann war also die ganze Anlage in Betrieb. Im gleichen Jahr hatten wir nach größerer Überlegung dann auch unsere komplette Heizungsanlage mal umgestellt. Ging es darum, wir wollen Wärme zwischenpuffern können und wir wollen Wärme auf verschiedene Weisen erzeugen können. Also großer Pufferspeicher, 2x 800 Liter wurde dann projektiert. War ein Riesenkampf, irgendeinen Monteur zu finden, der überhaupt mit uns reden wollte, geschweige denn, dass er das in endlicher Zeit einbaut. Zu der Zeit waren Handwerker überhaupt nicht erreichbar. 2x 800 Liter, hier überschätze ich vielleicht 1200 Liter flexibel wirklich nutzbar, weil ganz leer möchte man, oder ganz ja, thermisch leer möchte man ihn nie fahren, dass man dann vielleicht so 70 Kilowattstunden an Wärme da drin speichern kann. Das ist ein typischer Wintertag bei uns, ein kalter, den wir damit also puffern könnten. Bei der Umrüstung haben wir gleich hier eben diesen regelbaren MyPV-Heizstab reingemacht und dann einmal dreiphasig je 2 kW einen zusätzlichen Heizstab reingemacht. Der Heizungsbauer hat uns das eingebaut und hat die Heizstäbe an eine Stelle eingebaut, wo er meinte, dass das richtig und gut und schön ist. Kann ich heute nicht mehr bestätigen, dass das toll war. Und auf die Art und Weise habe ich da nachher noch mal ein bisschen experimentiert. Heizstäbe kosten nicht viel, haben wir noch 2 weitere über die Zeit beschafft. Und dann haben wir jetzt mittlerweile eine Menge Heizstäbe da drin. Ist völlig overpowered, aber als Techniker sehr interessant zu sehen, wo man die Dinger dann richtig einbaut und wo nicht. Und ja, Technologieoffenheit, das heißt, mit dem großen Pufferspeicher haben wir jetzt die Möglichkeit, weiterhin mit Gas zu heizen, PV-Überschuss,
mit Netzstrom. Und das Ding ist auch vorbereitet, dass wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe anschließen könnten. Also sehr flexibel, diese Lösung. So sieht das Ding jetzt aus. Wie gesagt, 2x800 Liter. Links oben sieht man ein Frischwassermodul, womit dann so quasi aller Durchlauferhitzer dann Warmwasser gemacht wird. Hat die schöne Sache, dass man kein Legionellenthema hat, weil man kein warmes Trinkwasser speichern muss. Und die Gasbrennwerttherme ist eben damit integriert. Das war eine interessante Operation. Diese Brennwerttherme, die versteht zwei Modi. Einmal Heizungsmodus und einmal Warmwassermodus. Ich hätte es gerne im Heizungsmodus gefahren, damit man dann auch die Heizungskennlinien verwenden kann. Nur leider in dem Modus hat die Wolf-Therme keinen externen Fühler, mit dem ich die Temperatur im Puffer irgendwie sensieren könnte. Deswegen läuft das Ding jetzt im Brauchwassermodus. Das heißt, die denkt, sie hätte nur einen großen Brauchwasserpuffer und überhaupt keine Heizung mehr. Und das funktioniert hervorragend, weil diese Gastherme jetzt überhaupt nicht in meine restliche Regelung integriert ist. Sondern die guckt einfach nur an einem Punkt mit ihrem Temperaturfühler, ob dort die Wassertemperatur über- oder unterschritten wird. Und entsprechend schaltet sich die Gastherme ein oder aus. Hat die Schönheit, dass die Gastherme einfach völlig autark ihr Ding macht, wenn meine Regelung irgendwann mal aussteigt, wenn der Strom nicht mehr da ist. Die Gastherme funktioniert einfach so und springt ein, wenn das Wasser kalt wird. Also zwei völlig unabhängige Systeme, schön miteinander integriert. Bin ich froh, dass das so funktioniert hat, ohne dass ich da jetzt die Gastherme noch groß regeln oder umbauen muss. Man sieht hier diese grauen Punkte, die ich hier an verschiedensten Stellen eingebaut habe. Das sind so diese One-Wire DS1820 Sensoren. Und nachdem ich dann mal gesehen habe, wie einfach die auszuwerten sind, habe ich da viel zu viele von den Dingern dann im System verteilt. Und ja, dann fängt der ganze Spaß an. Kurz noch, warum Luft-Wasser-Wärmepumpe? Warum noch nicht? Gerade jetzt in den letzten Jahren war ja auf dem Markt sehr schwierig für die Wärmepumpen. Von der Politik und dem Schlechtgerede mal ganz abgesehen. Die Dinger waren schwer zu kriegen, die Dinger waren teuer. Keine Handwerker, die einem sowas einbauen. Also habe ich gesagt, das Thema schiebe ich nach hinten. Mit dem Wärmepuffer ist das alles vorbereitet. Aber eine große Wärmepumpe ist eigentlich nur ein großer Kühlschrank. Warum soll das Ding über 20.000 Euro mit Einbau kosten? Sehe ich nicht ein. Und in anderen Ländern wird das auch sehr viel billiger verkauft. Also, das sitzen wir jetzt mal aus und gucken, ob da nicht was sich rührt auf dem Markt, dass das ein bisschen besser wird. Eine Idee, die auch noch im Raum schwebt, ist hier Luft-Wasser-Wärmepumpe aus dem Poolbedarf. Da gibt es auch sehr potente Anlagen, 10 Kilowatt, 20 Kilowatt Wärmeleistung, alles sehr professionell, aber für den Poolbedarf und auf einmal kostet das Ding weniger als 2000 Euro. Gleiche Technik, auch für Außentemperaturen bis minus 20 Grad gedacht. Also, ein Kumpel von mir hat sich so ein Ding gekauft, leider noch nicht eingebaut, bin ich sehr gespannt, das werde ich auch im Auge behalten, ob das nicht eine Lösung ist, dass man da eine Menge Geld sparen kann für ähnliche Technik. Gas. Wir wollen im Prinzip weg von den fossilen Energien. Und da ist Gas jetzt natürlich nicht der Energieträger, den wir eigentlich haben wollen. Und dann, wir waren früher bei Greenpeace Energy, haben da Strom und Gas gekauft. Die heißen jetzt Green Planet Energy und die haben vor ein paar Jahren dann gesagt, ihr Ziel ist 2027, wollen die ihre Kunden mit 100% CO2-freiem Gas beliefern. Und da dachte ich, vielleicht ist das auch ein Weg, dass ich vom Gas gar nicht weg muss, sondern dass ich nur gucke, dass ich eben das richtige Gas kriege.
die versuchen, Biogas beizuschaffen aus Abfällen im Prinzip hier. Biotonnen, landwirtschaftliche Reststoffe. Die haben, glaube ich, auch eine große Papierfabrik an der Hand, mit der sie dann die Abfälle vergasen. Und mit solchen Projekten speisen die dann ins Gasnetz ein. Und auch hier mit Elektrolyseuren haben die ein bisschen was aufgebaut. Und da haben die jetzt 2022 schon 16% des Gasbedarfs für ihre Kunden mit solchen erneuerbaren Gasen gemacht, die eben nicht fossil sind. 2024 ist das Ziel 35% und 2027, wie gesagt, 100% erneuerbares Gas, nicht mehr fossil. Das schauen wir uns an, ob wir da dabei bleiben. Bestimmt interessant. Jetzt hier die letzten Jahre mal kurz die Überschlagsrechnung gemacht, dass wir mit unserer Wärmeerzeugung noch 41% auf fossile Energie angewiesen sind. Und das geht halt momentan jedes Jahr ein Stück runter. Messen und Anzeigen habe ich auch einiges an Shellys integriert. Kennt ihr bestimmt alle in- und auswendig. Dann die Klassiker natürlich, Node-RED, InfluxDB, Grafana und sehr interessant, macht nachher die Regeltechnik viel einfacher, wenn man viel Sensorik hat, dass man auch mal ein bisschen sieht, wo sind denn die Überschwinger und wo sind die Problemchen. Ein Punkt war hier interessant, OneWire funktionierte hervorragend, bis es auf einmal zu viele waren. Und da habe ich gesehen, also 13 Sensoren auf einem digitalen Input funktionierte nicht. 9 geht, wo dazwischen die Grenze ist, weiß ich nicht. Aber 9 funktionieren hervorragend. Also mit 2 parallelen Eingängen überhaupt kein Thema. Fand ich klasse, dass man auf dem Raspi einfach mal einen weiteren ungenutzten Input für weitere Sensoren verwenden kann. Ging super einfach. Man kriegt super viele Kurven raus. Man muss sich merken, wo sind die einzelnen Sensoren platziert, sonst kommt man da echt durcheinander. Ein paar echte Werte. Januar 2024. Selbst im Winter gibt es eine Menge PV-Überschuss. Glaubt man gar nicht. Die paar guten Sonnentage, die reißen richtig was raus. In dem Diagramm sieht man jetzt hier grün den Ertrag für jeden einzelnen Tag im Januar. Und unten die horizontale blaue Linie, das ist quasi unser Hausstrombedarf, der konstant über den ganzen Monat läuft. Und man sieht schon, der Überschuss, der über der blauen Linie liegt, der füllt locker die Lücken auf. Und mit dem PV-Akku können wir das auch zwischenpuffern. Das heißt, wir haben nur wenige Kilowattstunden, selbst im Januar, die wir aus dem Netz brauchen. Das geht also mit dem Akku richtig gut. Ein Thema, auf das ich auch sehr gespannt war, was ich jetzt vor 1-2 Wochen erstmal visualisiert habe, was ich vorher schon im Gefühl hatte. PV-Module im Norden, macht das denn überhaupt Sinn? Wir haben 40 Grad Dachneigung und dann auf die Nordseite schöne monokristalline Module, die eigentlich direkte Sonnenstrahlung haben wollen. Und ja, funktioniert gut, funktioniert richtig gut. Oben ist mal ein sonniger Tag gezeigt auf dem Diagramm und unten ein bedeckter Tag. Am sonnigen Tag merkt man eben ganz normal, hier ist jetzt mal verglichen ein Wechselrichter, der Süd und Ost gleichzeitig dran hat, in blau. Und gelb ist die Nordseite. Da sieht man, der Norden, der dümpelt da vor sich hin, macht nicht so richtig viel Energie. Und Süden und Osten macht eben beim Sonnentag richtig die Energie. Aber bedeckter Tag, da guckt man nach jeder Kilowattstunde, die man irgendwie vom Dach runterkriegt. Und da habe ich tatsächlich gesehen, 40 Grad Nordseite und 40 Grad Südseite kann ich von der Leistung her beim bedeckten Tag nicht unterscheiden. Das Licht ist so diffus, das kommt von überall. Die Nordseite macht da genau den gleichen Energiebeitrag wie die Südseite.
Und das sind nämlich die Tage, wo man sich freut über jede Kilowattstunde, die vom Dach kommt. Das heißt, die Nordseite ist vom Gesamtertrag übers Jahr jetzt nicht der Burner, aber das ist ja auch okay, das stört einen nicht. Weil eben genau an den Tagen, wo man sich Sorgen macht, reicht der Ertrag für einen Hausstrom oder muss ich was aus dem Netz ziehen? Und da ist Nordseite wirklich klasse. Was ich den Leuten immer gerne empfehle, ich berate immer wieder mal Bekannte oder Bekannte von Bekannten für eine neue PV-Anlagen. Und wenn dann der Solateur kommt, dann plant er auf die Südseite halt alles voll zu machen mit PV-Modulen. Dann sage ich den Leuten immer, sag deinem Solateur, er soll auch noch Nordseite anbieten. Weil die Einmalkosten sind alle schon weg. Anfahrt ist bezahlt, das Gerüst ist gestellt, die Handwerker sind schon auf dem Dach. Und dann kann man so billig wie sonst nie noch mal ein paar Module auf die Nordseite drauf nageln. Mit der Südseite zusammen, so billig kriegt man Nordseite nie wieder installiert und später freut man sich einfach drüber. Und Module selber kosten ja heute nicht mehr viel. Handwerkskosten und Alu für den Unterbau, das ist wahrscheinlich die wesentlichen Kosten. Also das fand ich hier klasse, dass man sieht, so am bedeckten Tag, ob Süd oder Nord, völlig egal. Die Nordseite ist echt wertvoll, das ist eine Fläche, die man nutzen sollte. Die Frage kommt immer, ach, rechnet sich das? Ich sage dann immer, rechnet sich dein 7er BMW? Der rechnet sich genauso wenig. Also man kann mal drauf gucken, aber rechnen ist jetzt nicht wirklich das Ding. Bevor wir angefangen haben in der PV-Anlage, hatten wir hier, habe ich geguckt, etwa 1800 Euro im Jahr für Gas und Strom. Damals waren auch die Preise noch günstiger, aber trotzdem haben wir ganz schön was gezahlt. Jetzt mit der vollen Anlage haben wir etwa 600 Euro im Jahr und das bei höheren Kosten für Gas und Strom. Und was ist eigentlich die richtige Überlegung? Zum einen, uns macht es Spaß, so ein System zu haben und zu betreiben. Ihr habt ganz viel gelernt. Und auch diese Überlegung, im Moment verdienen wir gut. Wir haben Jahr für Jahr immer ein bisschen in die Anlage investiert. Und in weniger als 10 Jahren sind wir in Rente und haben weniger Geld zur Verfügung. Und dann ist es für uns super interessant, dass wir jeden Monat viel weniger Energierechnung haben. Und vor allen Dingen, wir wissen, wo die Energie herkommt. Wir sind nicht mehr so abhängig von der externen Energie. Ob da die Preise rauf oder runter gehen, macht uns jetzt kaum noch was aus. Das ist also eine Überlegung, die ich viel wichtiger halte als, rechnet sich das? Also von daher, ja, ich glaube, das rechnet sich sehr wohl. Elektroauto natürlich auch ein sehr hilfreiches Thema, wenn man Energie selber erzeugt. Billiger kann man nicht Auto fahren als mit der Energie vom eigenen Dach. Muss mich hier ein bisschen sputen. Neuestes Thema, dynamische Stromtarife. Habe ich angefangen, so um Weihnachten rum, mich mal mit zu beschäftigen. Und habe mir Avatar angeschaut, Tibber, noch ein, zwei andere Anbieter. Avatar war mir eigentlich am liebsten, fand ich sehr gut, was sie da machen. War ein sehr rundes Angebot. Und dann habe ich mir angeschaut, dieses Thema intelligente Messsysteme. Letztes Jahr im Mai gab es da ein neues Gesetz für die Messstellen, für den Messstellenbetrieb. Schön gemacht, nicht zu Ende gedacht. Da haben wohl einige Lobbyisten ein bisschen quer geschossen. Die Software-Schnittstelle zum Backbone ist nicht kompatibel. Und dann landet man dabei, dass wenn ich bei Avatar meinen Strom beziehen möchte, dann brauche ich ein kompatibles, intelligentes Messsystem, IMSIS. Die holen das von Blue Metering, funktioniert hervorragend. Aber zum Beispiel der Tibber kann dann damit, glaube ich, nicht arbeiten. Und die Anbieter und die Messsysteme sind auf der Software-Ebene momentan nicht miteinander kompatibel. Außerdem das Gesetz hat das sehr schön geregelt. Für den Endverbraucher ist der Einbau
eines intelligenten Messsystems kostenlos und die jährlichen Betriebskosten sind gedeckelt. Klingt toll. Aber an dem Punkt kann ich mir nicht aussuchen, welches Messsystem ich kriege, sondern ich kriege das eingebaut, was mein Netzbetreiber gerne verbaut. Und ich habe keine Kontrolle darüber, welcher Stromanbieter denn jetzt damit funktioniert. Das war für mich der Punkt, wo ich dann jetzt Tibber gemacht habe erstmal, so als Parklösung, weil bei Tibber kann ich mit einem kleinen Adapter, der dann auf die Infrarotschnittstelle gesteckt wird von unserem Zwei-Richtungszähler, ohne intelligentes Messsystem an diesem dynamischen Stromtarif teilnehmen. Und nächstes Jahr, ab Januar, muss jeder Netzanbieter dynamischen Stromtarif anbieten. Dann wird der Markt an IMSIS richtig explodieren. Dann wird ein großes Geschrei auftauchen, weil eben diese Inkompatibilität immer noch nicht gelöst ist. Und ich hoffe dann so nach 1,5 Jahren, dass sich dann diese ganze Softwaregeschichte mal gelöst hat. Und dann lasse ich mir wahrscheinlich auch so ein IMSIS einbauen, sobald das dann halt kompatibel ist und ich mit meinem IMSIS, was ich dann im Keller habe, zwischen Anbietern wechseln kann und nicht diesen Vendor-Login habe, weil die inkompatibel sind. Also momentan eine unglückliche Situation, aber ja, wird sich regeln. Günstiger Strom. Der Strom ist nicht nur günstig, wenn er an der Börse günstig ist. Man kann hier mit diesem Energiemonitor, hier zum Beispiel für den Landkreis Regensburg, auch schön sehen, wo kommt denn der Strom hin und wo geht er her. Wo kommt er her, wo geht er hin. Und man sieht tatsächlich, wenn der Strom billig ist, ist das auch ganz viel Wind- und Sonnenenergie. Also passt gut, man kriegt nicht nur günstigen Strom zu dem Zeitpunkt, sondern man kriegt auch grünen Strom. Und das sind dann halt einfach die Stunden, wo wir dann unser Auto vollladen. Ganz unten kleine versus große Puffer. Wenn ich kleine Puffer habe, also einen kleinen Akku oder einen kleinen Wärmespeicher, dann kann ich mit so dynamischen Stromtarifen immerhin schon mal die ganz teuren Stunden überbrücken, dass ich die vermeiden kann. Wenn die Puffer größer werden, dann habe ich den Vorteil, dass ich sogar mit nur 4, 5 oder 6 günstigen Stunden richtig billig meinen Strom verwenden kann. Das heißt, die Größe des Puffers bestimmt dann auch quasi, wie günstig in Summe der Strom ist, den ich hier über so einen dynamischen Stromtarif kriegen kann. Wenn ich kaum Verbraucher habe, die ich von der Zeit her irgendwie verschieben kann, dann hilft mir der dynamische Stromtarif kaum was. Also große elektrische Verbraucher ist da wirklich wichtig. Kurze Übersicht, wir waren bisher bei Bavaria Strom, das ist oben die horizontale Linie, bei 33 Cent. Das Weiße, was hier hin und her zappelt, das ist unser Tarif von Tibber. Und unten die blaue und die gelbe Linie, das ist quasi unser Gaspreis in blau und in gelb der Gaspreis plus Effizienzverlust von der Gastherme. Das heißt, jedes Mal, wenn die weiße Kurve unter die gelbe geht, ist der Tibberstrom billiger als unser Gas. Und dann gehen bei mir die Heizstäbe an. Dann heize ich schon vom Geld her lieber mit Strom, der eben gerade im Überfluss im Netz ist, als eben mit dem Gas. Und ich hatte, glaube ich, auf der einen Folie schon gezeigt, Plan war, 33% Gas einzusparen. Letztes Jahr haben wir 47% unseres Gases verdrängt durch PV-Überschuss. Dieses Jahr mit Tibber wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden, weil wir dann eben auch noch einen günstigen Netzstrom dazu nehmen können. So sieht das jetzt aus. Mächtige Wechselrichterfarm. Jede Menge von den 19 Zoll Batterien. Funktioniert hervorragend, das Zeug. Fazit. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde man die Anlage wahrscheinlich etwas anders bauen. Aber als wir damals gestartet haben,
hatten wir überhaupt keine Ahnung, was wir wollen und was es gibt. Das heißt, dieses stark iterative und gewachsene System, glaube ich, ist die optimale Lösung. Weil vor 5 Jahren hätten wir keine Ahnung gehabt, was wir eigentlich bauen wollten. Von daher bin ich da jetzt überhaupt nicht gram, dass das jetzt alles so ein bisschen organisch gewachsen ist. So, Balkonkraftwerke, ja. Also, Planung für die Zukunft. Dieses Thema Pool-Wärmepumpe lässt mich noch nicht los. Das wäre noch so eine Bastelgeschichte. Ich glaube, das will ich unbedingt mal selber gesehen haben. Weg von dem Victron-basierten Energiemanagementsystem hin zu einer größeren Community, was leicht Wartbares, da würde ich gerne was finden. Und ich bin tatsächlich am gucken, ob ich irgendwie von meinem einphasigen Batteriewechselrichter wegkomme zu einer dreiphasigen Lösung. Jetzt alles nicht so wichtig. Ja, das war mal so der Ritt durch 4,5 Jahre Umbau bei uns. War eine sehr spannende Zeit. Ja, vielen Dank, Ralf. Super interessanter Vortrag. Ich fand ihn sehr toll, ich glaube, ihr auch. Und ja, es gibt zustimmendes Nicken im Saal. Und ich hoffe, ihr habt auch noch ein paar Fragen jetzt. Wir haben noch fast eine Viertelstunde Zeit. Hände hoch und Fragen. Ja, sehr schön, da gibt es eine Frage. Super, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Eine Frage, du hattest auf der letzten Slide was zu Schnee im Winter und da wollte ich einfach mal kurz einsteigen und fragen, inwiefern das ein Problem ist vom Ertrag her. Schnee ist nervig. Mag ich überhaupt nicht mehr. Ich hätte gerne 1-2 Strings, die extrem senkrecht stehen, um im Winter eben völlig schneefrei zu bleiben. 40 Grad Dachneigung reicht leider nicht. Da verliert man jeden Winter irgendwie so 1 bis 2 Wochen Ertrag. Blöde ist, sobald es mal ordentlich geschneit hat, hast du danach immer so 1 bis 4 Tage richtig geile Sonne. Und die kriegst du nicht mit, weil der Schnee einfach drauf liegt und dann wird er zu Eis und dann rutscht er schon gar nicht mehr ab. Deswegen für die Zukunft wäre es eigentlich schön, wenn man da einen Mix hätte aus normalen Dachflächen und ein bisschen Fassaden-PV. Wir haben an unserem Haus leider keine Möglichkeit für nennenswert Fassaden-PV. Deswegen die Überlegung, so ein bifazialer PV-Zaun, der einfach senkrecht steht und Ost-West-Sonne einfängt. Ich glaube, das ist eine schöne Lösung. Und am Ende ein Mix macht es wahrscheinlich. Gibt es weitere Fragen? Ja, da drüben. Ja, auch erstmal danke für den Vortrag. Diese Heizstäbe, wie betreibst du die? Ist die mit Wechselspannung oder mit Gleichstrom? Alles wechselspannungsgekoppelt. Alle Energien laufen bei mir über 230 Volt. Das heißt auch die Drehstrom. Heizstäbe sind alle so, dass sie 3x230 Volt machen und nicht im Dreieck geschaltet sind. Und da habe ich dann eine Niederspannungsansteuerung über Ethernet und dann werden kleine Schütze angesteuert, womit ich dann einzelne Phasen Stück für Stück dazu schalten kann. Okay. Danke. Kannst du gleich mit dir folgen? Weniger eine technische Frage, ist okay, wenn du nicht beantworten kannst, aber also danke nochmal für den Vortrag, wie alle anderen es gesagt haben. Wenn man jetzt nicht perspektivisch ein Haus kaufen möchte, sondern vermutlich zur Miete wohnt die ganze Zeit, lohnt es sich dann überhaupt, über das Thema nachzudenken
Und wenn ja, wie? Also hast du da vielleicht mit Leuten Kontakt, die das so irgendwie machen? Ja, das Thema Balkonkraftwerke hat sich erstmal sehr gut entwickelt. Da ist ja Andreas Schmitz bekannt und diese Balkonkraftwerk-Vereinigung, ich weiß nicht, wie sie sich nennen, die haben tolle Arbeit gemacht politisch. Jetzt sieht es so aus, als ob es ein bisschen zerschossen wurde. Im Prinzip wollte man ja jetzt erweitern von 600 Volt Einspeisung ohne Regularien auf 800 Watt. Das ist wohl durch. Man wollte gleichzeitig aber auch quasi die Genehmigung kriegen, dass man an diesen Wechselrichter bis zu 2 kW Peak Module anschließen kann. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, wird das nicht stattfinden. Das ist ein bisschen schade. Und gerade diese Balkonkraftwerke, die sind ja fast alle dann senkrecht am Balkon anmontiert. Auf die Art und Weise hat man dann kein Problem mit Windlast oder fast keins. Lohnt sich total. Und auch dieses Thema kleine Speicher, die für diese Balkonkraftwerke jetzt angeboten werden. Der Markt hat sich enorm entwickelt. Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, machen. Im Internet, YouTube, gibt es eine Menge tolle Anleitungen, wie das funktioniert, welche Anlagen sich empfehlen. Und alle rechnen das durch, dass du mit 3 bis 5 Jahren maximal das Ganze tatsächlich amortisiert kriegst. Also würde ich sagen, keine Frage, wenn du irgendwie Interesse hast, machen. Balkonkraftwerk als Mieter, kann dir dein Vermieter heute, glaube ich, kaum noch verbieten. Hier ist noch eine Frage. Also als erstes mal danke für den Vortrag. Und wir haben ja auf deiner Grafik schon gesehen, du hast sehr, sehr viele Heizstäbe in deinen Speichern hängen. Betreibst du die alle parallel, also dass du da eine bessere Verteilung hast? Oder betreibst du bloß 1, 2? Wie sieht das aus? Ist mehrstufig geregelt. Wenn ich super wenig Energie habe, benutze ich tatsächlich den fein regelbaren 3 kW MyPV, der oben im Brauchwasserbereich angesiedelt ist. Weil das ist die höchste Priorität, dass ich mit der Anlage immer genügend Wärme zur Verfügung habe, um Brauchwasser zu machen. Und da ist ein hoch angeordneter Heizstab hervorragend, weil die Wärme sofort in der Nähe von dem Frischwassermodul ist. Da kann ich mit ganz wenig Kilowattstunden sofort richtig heißes Wasser erzeugen. Da ist hier oben dieses Heizschwert 3 kW regelbar hervorragend. Sobald es anfängt, richtig viel Überschuss vom Dach zu geben, sind die beiden untersten das Allerwichtigste. Die werfe ich dann Phase für Phase an, wie viel Energie halt im Überschuss gerade verfügbar ist. Und total witzig, man hat ja bei diesen großen Puffern immer Angst mit Schichtung, dass das nicht funktioniert. Und da gibt es ganz viele komplizierte mechanische Konstruktionen, die auch patentiert sind und also ganz wild. Wenn man mit den Heizschwertern mit 2, 3 kW Leistung reingeht, das schichtet sich hervorragend selber. Das kriecht quasi so am Rand hoch und das warme Wasser legt sich genau dorthin, wo es hingehört, ohne groß zu verwirbeln, was Energieverluste bringen würde. Nur damit kriegt man die Dinger voll. Am Anfang hatte ich nur die beiden oberen Heizschwerter drin, was dazu führt, die Hitze staut sich oben, die Heizschwerter machen Übertemperaturabschaltung und unten ist alles kalt. Also Mix. Kleine Energien oben rein zuerst, aber große Mengen schiebst du von ganz unten rein. Hier gibt es noch eine Frage. Ja, Frage, Aussage, Frage. Mein Vater macht sowas Ähnliches. Der hockt in so einem Bauernhof, da macht er dann noch mit Holzverbrennung, wo er so Wasser anzieht und das dann in den Pufferspeicher reinhaut. Und was der auch macht, ist, und davon war ich schwer begeistert, einen thermischen Kollektor aufs Dach. Und dieses Ding hat einen unfassbaren Wirkungsgrad, dem hat es die Heizung zerrissen, weil zu viel Energie vom Dach kam. Und das hat mich schon schwer beeindruckt. Und das, also jetzt könnte man sagen, was ist die Frage? Die Frage ist, hast du darüber nicht auch nachgedacht? Weil das schreit doch direkt danach. Nein. Vor 10 Jahren waren thermische Kollektoren noch richtig interessant. Mittlerweile ist dieses Thema Sektorenkopplung viel spannender.
Mit den PV-Modulen bist du viel, viel variabler. Erstens mal die PV-Module, die funktionieren auch an bedeckten Tagen, wie gezeigt. Geht mit den thermischen gar nicht. Die rühren sich nicht, wenn du keine direkte Sonne hast. Eine Wolke und die Dinger sind quasi aus. Zusätzlich, wenn du das neu baust, hast du Wasserleitungen da liegen, musst dich mit Überdruck, mit Frostschutz beschäftigen. Macht man heute nicht mehr. Also alles auf PV und Strombasis ist heute tatsächlich der schönere Weg. Ja, eine Frage noch. Du sagtest mit dem EMS-System und sowas, hast du schon von Tibber das Dynamic ESS angeguckt? Ja. Von Victron? Victron habe ich jetzt nur gelesen, dass sie da was anbieten. Ich habe bisher nur auf die Tibber API selber geguckt. Und die Integration jetzt von Victron habe ich noch nicht geschaut. Ich habe nur die Ankündigung gesehen, dass sie jetzt da was rausgebracht haben. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, was sie da bauen. Genau, da muss ich das nicht nochmal selber programmieren. Bist du bei der Rente? Achso, für den Kontext. Ich sagte, er sei ja bald in Rente, dann könnte er es auch selber machen. Ein paar Jahre noch. Also dann haben wir schon ein Folgeprojekt. Ja, super. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Also ich knüpfe mal da vorne an diese Heizschwertgeschichte an. Du würdest also in jedem Fall empfehlen, dass man sowas macht. Du hast ja angefangen zu experimentieren, hattest erst eins drin und hast dann das nachgerüstet. Und das würdest du also heute, wenn du so eine neue Anlage bauen würdest, auch wieder so machen? Wenn ich heute ein leeres Haus hätte, wo keine Heizung drin ist, dann würde ich sofort auf PV und Luftwasserwärmepumpe setzen. Aber das ist ein existierendes Haus und da muss man dann sehr genau gucken. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, was ich gelernt habe. Selbst bei PV, das ist nicht alles gleich. Man muss sich wirklich angucken, was für ein Haus hat man, was ist schon drinnen an Technik, wie wird das benutzt. Und diese Lösung ist der Tatsache geschuldet, dass eben schon eine Menge funktionierender Technik eben drin war. Okay, danke. Dann noch ganz kurz eine Frage. Das hat mich schwer beeindruckt mit dem Nordseite und was da tatsächlich reinkommt an Diffusen. Ich habe im Moment die Sache, dass ich noch nichts drauf habe und Bifacial ist ja so ein Thema. Würdest du da heute Bifacial einfach, weil das besser sammelt, auch Streulicht nehmen oder wären dir die Kosten zu hoch und du machst einfach klassische drauf? Wenn du aufs Dach drauf machst, die Zellen, dann hast du ja, was weiß ich, 10 cm Luft zwischen den Ziegeln und den Modulen. Da kriegt nur wenig Sonnenlicht rein. Das kannst du messen, dass die Bifazialen da mehr machen, aber ich glaube, das ist den Aufpreis nicht wert. Ja, wunderbar. Ich glaube, mit der letzten Frage, hast du dein leeres Haus gesucht, was du gerade angesprochen hast? Du hast ein leeres Haus und du kannst dann nochmal... Ich hätte noch Ideen. Genau, das Upgrade bauen. Ja, wunderbar. Also da waren jetzt tolle Fragen dabei. Es war ein super interessanter Vortrag. Wenn ihr ein leeres Haus habt oder eine zerrissene Heizung fürs Repair-Café, Ralf, man findet dich hier in Regensburg. Ich stehe zur Verfügung. Du bist noch hier. Dass wir gemeinsam überlegen, was wir draus machen, ja. Vielen Dank. Bitte einen Applaus für den Ralf.